Wir müssen reden. Und zwar dringendst, denn Bibi hat ihr Comeback gegeben und alles flippt aus. Ich habe mir überlegt, eigentlich gar kein Video zu diesem Thema zu machen und ich habe mich auch schon mit Heike drüber unterhalten und habe ihr quasi gesagt, nee du, lass mal, möchte ich nicht. So, ich schmeiß mich jetzt in Schale und wir gucken uns gemeinsam dieses Video an. Denn Alpha Kevin, übrigens das Video ist von Alpha Kevin gleich unten verlinkt, führt uns in das neue Update zu Bibis Beauty Palace Bianca ein. Ich habe einfach nur noch starke Schmerzen. In dem Sinne kann ich das auch nur noch mit unterdrücken. In dem Sinne auch nochmal ein frohes neues Jahr von mir. Und wie gesagt, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich ein bisschen hübscher bin. Es ist also jetzt soweit. Bibi ist zurück und ich habe hier Alpha Kevin offen und ich hoffe, meine Technik hält. Drückt mir einfach die Daumen, dann funktioniert das vielleicht auch ein bisschen besser. Und ich muss mich nachher nicht darüber aufregen, dass ich irgendwas ohne Ton habe. Ein Video wurde bereits gefressen, muss ich nochmal drehen, ist auch nicht ganz so schlimm. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um Bibis Beauty Place, Panels, was auch immer. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber ich habe, gar keinen Bock. Das ganze Thema nicht aufzudröseln, weil schließlich ist Bibi ja auch so ein Thema für uns Beauties. Also Abfahrt. Einfach mal den Kevin reden lassen. Endlich ist es soweit. Junge, ich konnte es gar nicht mehr abwarten. Bibis Beauty Palace, oder wie sie jetzt genannt wird, Bianca Heinicke, ist wieder zurück. Und wie man in kürzester Zeit so einen Hype auslösen kann, das ist mir ein großes Rätsel. Dazu aber gleich mehr. Erstmal hoffe ich, dass ihr auch sehr gut ins neue Jahr gestartet seid. Ich bin's die... Also ich, so relativ, sagen wir es mal so. Football lief gut, außer für mein Team. Aber der nächste Tag war total chaotisch. Definitiv. Wie ihr wisst, hatten Tina und ich Corona gehabt. Ja. Und am 1. Januar habe ich mir zusätzlich noch kochendes Wasser über meine Hand geschüttet. Nun habe ich starke Schmerzen. Also besser hätte... Gute Besserung in dem Sinne und Finger weg vom Wasserkocher. Das ist wirklich nicht laufen können. Kurz vorab, sowas mache ich wirklich sonst nie am Anfang meiner Videos. Wenn ihr diese Videos schaut, dann würde es mich immer riesig freuen, wenn ihr eine Bewertung da lassen würdet. Denn das wäre super hilfreich für den Algorithmus. Zusätzlich freue ich mich natürlich auch über Bewertungen und mein Kanal wäre demnach sehr, sehr dankbar. Jetzt... Darüber muss ich auch reden, weil auch ich bin sehr, sehr dankbar, wenn das passiert. Und ich bin sehr, sehr dankbar, wenn die Daumen nach oben gehen und solche Sachen, damit eben auch andere Menschen meine Videos sehen können. Und wir eine große und schöne Community werden. So, und jetzt kümmern wir uns hier um das Highlight. Bibi. Jetzt aber rein in die Bianca, denn ihr Comeback war wirklich sehr überraschend. In meinem letzten... Warte, wir gehen rein in die... Kevin? Das Wortspiel war jetzt, wir gehen rein in die Bianca. Danke. Im letzten Video hatte ich schon über die Vermutung gesprochen, dass vielleicht Bibi wieder zurückkommen würde. Viele Leute da draußen dachten sich aber, nee, das wird safe nicht passieren. Das war bloß eine Promo-Aktion für ihren Freund. Jetzt ist es aber raus. Bibi hat tatsächlich ihr Comeback bekannt gegeben. Oh und mein es Gott. Ist auch wirklich anders, als wir es wahrscheinlich alle erwartet hatten. Denn anstatt wieder oberflächliche Beiträge zu bekommen, die mehr oder weniger auf Krampf produziert werden, wird es vermutlich in Zukunft persönlichere Inhalte geben, die auch mehr Substanz haben. Allerdings wird das Ganze nicht mehr so aktiv geschehen wie damals, sondern wirklich nur dann, wenn sie auch Lust drauf hat. Und in ihrer Position kann ich ihre Entscheidung, das so zu tun, wirklich zu 100% verstehen. Bevor wir jetzt aber genauer auf ihre Texte eingehen, muss ich sagen, dass ich diesen Hype um sie komplett krass finde. Ich meine, sie war... Ich auch. Mein komplettes Threads ist damit voll, obwohl ich mich überhaupt nicht für sie interessiert habe bis heute. Aber irgendwo war der Punkt angelangt, wo alles, was ich gelesen habe, nur noch Bibi, 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 Bibi. Und dann gibt es ja auch Deepfakes und all solche Sachen, also von ihren Bildern, was sie gemacht hat oder was sie runtergeschmissen hat oder solche Sachen. Oder was ich auch interessant fand, da haben sich Leute halt den Spaß gemacht und haben halt gesagt, ja, guck mal, sie hat was Neues in ihrer Story und haben dann irgendwelchen Kram da genommen, haben da irgendwelche Sachen reingeschrieben und dabei war das halt einfach nicht so. Hype ist gigantisch um Bibi. War fast 2 Jahre weg, hat wirklich gar nichts gepostet. Jetzt macht sie einen Post und im Binnen von nicht mal 24 Stunden hat dieser Post über 1 Million Likes. Seitdem machte sie in wenigen Tagen über 300.000 Abonnenten auf Instagram. Und unter ihrem Beitrag wurde auch knapp 20.000 Mal kommentiert. Oh mein Gott. Entschuldigung, aber wie kann das sein, dass ein Mensch kurz von der Bildfläche verschwindet und auf einmal
ist der komplette Hype so eskaliert, wenn nur eine Sache passiert. Wie gesagt, sie hat kurz ihr Profilbild geändert in dem Augenblick. Dum, 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 dum. Das war ganz schlimm. Wie die Stalker, was ist da los? Binnen von einem Tag. Das ist komplett krass und das zeigt auch wieder, dass sich die Zuschauer und auch die Kollegen da draußen extrem über ihr Comeback freuen. Schauen wir uns jetzt aber mal ihren Text an. Nicht wundern, dass einfach nur die wichtigsten scharf drauf sind. Vorlesen, denn vieles ist jetzt auch nicht so extrem relevant, sondern ziemlich allgemein gehalten. Es beginnt aber mit folgenden Aussagen. Denn seit weit über einem Jahr habe ich nun nichts mehr aktiv mit euch geteilt. Zu diesem Zeitpunkt habe ich eine private Entscheidung getroffen, die mein Leben schlagartig in jedem Bereich geändert hat. Was die Öffentlichkeit und Social Media angeht, wollte und konnte ich nicht mehr so weitermachen wie zuvor. Über 10 Jahre habe ich Social Media in einem extremen Ausmaß als meinen Beruf ausgeübt, der so intensiv mit meinem Privatleben verschmolzen war, dass ich am Ende nicht mehr konnte und wollte. Ich war mit der neuen Lebenssituation völlig überfordert und musste erstmal lernen, was mein neues Leben ist, wie ich wollte, dass es ist und auch wie ich es wollte, dass es nicht ist. In den letzten 20 Monaten habe ich versucht, mich selbst kennenzulernen. An der Stelle folgendes, bevor jetzt irgendjemand sagt, dass es Rumgeheule ist, denn sie ist ja reich und ich soll sich nicht so anstellen. Und so anstrengend ist dieses paar Bilder posten, Videos posten ja nun auch nicht. Das konnte ich halt mehrfach unter diesem Beitrag lesen. Die Leute verstehen vermutlich eines nicht. Durch Social Media zu leben, das ist eigentlich ein permanenter psychischer Druck. Je größer man wird, desto mehr Erwartungen hat man an sich selbst und die Community hat auch große Erwartungen. Und wenn dann irgendwelche Beiträge nicht mehr so abgehen wie zuvor, ja, dann macht man sich immer wieder diesen Druck und hinterfragt, ob es noch so weitergehen kann. Außerdem ist diese Und zumal du wirst ja auch für jeden Kram wirklich durchgezogen. Also ich habe das zum Beispiel schon gehabt, da habe ich gesagt, aus Versehen quasi gesagt, dass ich von gewissen Sachen von Social Media manche Sachen leben kann, also in geringem Maßen so. Und dann wurde es gleich, wurden meine Followerzahlen gecheckt und gesagt, wie kannst du Kooperationen haben? Das geht doch gar nicht. Du hast doch gar nicht so Follower, so riesengroß. Ja, das ist mein Kooperationspartner, aber egal. Ich arbeite mit ganz tollen Firmen zusammen, die sehen, dass meine Follower mir vertrauen und dementsprechend sind die Zahlen egal. Das heißt, zum Beispiel habe ich seit letztem Jahr eine Deo-Kooperation und ich sage jetzt nicht mit wem. Und die möchten auch nur sehen, eine Verkaufszahl quasi, was rüberkommt. Und nicht das, wie viel Follower ich habe. Das interessiert die in dem Fall gar nicht, weil du kannst 20 Millionen Follower haben. Wenn 2 Leute deine Produkte kaufen, die du gerade vorschlägst, ist das egal. Zumal ich glaube, für große Influencer ist es extremst schwierig, auch Privatleben zu haben. Also Wahnsinn. Vermischung von privatem Leben und Social Media extrem schwierig. Man opfert damit regelrecht seine eigenen kompletten Freiheiten. Denn Bibi, die ja extrem erfolgreich ist, würde überall in der Öffentlichkeit erkannt werden. Sie kann wahrscheinlich nicht so einfach in Deutschland einkaufen gehen. Sie kann keine Weihnachtsmärkte besuchen, ohne permanent erkannt zu werden. Man sieht das ja auch bei Monte. Egal wo er ist, er wird von Jugendlichen angesprochen, weil er nun mal der größte Streamer Deutschlands ist oder war. Also das Ganze hat definitiv auch seine Schattenseiten. Die sollte man ebenfalls mit betrachten, denn als Zuschauer kann man das auf den ersten Blick immer nicht verstehen, warum denn jetzt so ein Rumgeheule kommt. Ich habe so viele Texte und Bücher gelesen, Filme, Serien und Dokumentationen geschaut, mit tollen Leuten interessante Gespräche geführt, habe mich mit zwischenmenschlichen Situationen konfrontiert, die mich schon seit vielen Jahren belastet haben. Ich habe versucht, Zeit mit mir selbst zu verbringen, Dinge zu machen, die mich glücklich machen und die ich schon seit vielen Jahren nicht mehr gemacht habe, weil immer irgendetwas anderes wichtiger war. Das kenne ich leider auch, dass mir immer irgendwas wichtiger war als ich. Deswegen, ich finde ihre Entscheidung sehr, sehr schlau. Ich versuche besser auf mein Wohlbefinden, meine Bedürfnisse und meine Gesundheit zu achten. Ich habe versucht, der Antwort etwas näher zu kommen, was ich mir für mein Leben wünsche. Ich habe versucht, so wenig Zeit es geht, am Handy zu sein, es teilweise tagelang weggelegt und einfach im Moment zu leben. Ich habe versucht, mein Leben zu entschleunigen und einfach nur auf mich selbst zu hören und mich nur auf das Wichtigste zu konzentrieren. Ich habe mich intensiver mit dem Thema Ernährung und Gesundheit beschäftigt und noch so, so, so vieles mehr. Ich wollte mein Leben aufräumen und mich dabei wieder neu kennen und lieben lernen und bin dabei auf so unglaubliche Dinge gestoßen. Also ich kann sie hier voll und ganz verstehen, wie gesagt, ne? Also man sollte vielleicht anfangen, ein bisschen mehr sich selbst kennenzulernen, auch wenn man eben kein Influencer ist, aber das ist ja auch egal. Erst dann weiß man, was man braucht und wohin die Reise eigentlich für einen geht.
Also Bibi hat in der Zeit versucht, sich selbst näher kennenzulernen und sich mit ihrem eigenen Leben auseinandergesetzt. Ich meine, das ist ja auch eine sehr gute und auch gesunde Einstellung, würde ich sagen. Ja. Man muss natürlich auch hierbei betonen, dass sich Bibi eine sehr privilegierte Position erarbeitet hat. Denn nicht jeder kann sich einfach über ein Jahr Auszeit nehmen, um das über sein eigenes Leben nachzudenken und zu reflektieren. Wobei man natürlich aber trotzdem noch sagen muss, sie hat eine eigene Firma mit Bilou. Vielleicht war sie ja dennoch sehr, sehr beschäftigt, aber es wirkte so, als hätte sie trotzdem die Zeit genutzt, die sie hatte, um sich näher kennenzulernen. Aber das, die Frage ist jetzt für die Bilou-Freunde, also die Leute, die das kaufen, gab es in der Zwischenzeit neue Ware von, also neue Editions oder was auch immer, weil ich habe keine Ahnung und bin auch gar nicht so in dem Thema drin, weil ich das Ganze nicht so mitverfolge von Bilou, weil ich halt, wie gesagt, ganz andere Produkte benutze. Aber das wäre jetzt interessant zu wissen von dir, wenn du Bilou kaufst oder wenn du da ein Auge drauf hast, schreib mir das mal in die Kommentare, ob die neue Produkte rausgebracht haben. Generell musste ich aber bei diesem Statement hier feststellen, dass mir Bibi unfassbar bodenständig rüberkommt. Sie wird hier extrem reflektiert und ihr neues Profilbild zeigt auch, dass sie sich sehr natürlich gibt. Also das ist nicht... Und was ich extremst interessant finde, ich weiß nicht, ob dann da gleich noch drüber gesprochen wird, dieses Foto, was sie wirklich glücklich aussehen lässt, beziehungsweise wo man wirklich sagt, so, ey, sie sieht so unfassbar gut aus und entspannt und so weiter und so fort. Es könnt ihr euch nicht vorstellen, wie das zerrissen wird. Auf Threads zum Beispiel wird es extremst durch den Kakao gezogen. Und ich finde das super merkwürdig, weil da steht eine junge Frau, die unfassbar bodenständig wirkt auf diesem Bild und vor allem glücklich wirkt. Und zack, schon die dummen Kommentare. Nicht so dieses typische Influencer-Model-Bild. Ganz im Gegenteil, ja. Es wirkt null gekünstelt wie ihre damaligen Beiträge, was, by the way, auch gar nicht schlimm ist. In der heutigen Gesellschaft ist es so unglaublich schwer, sich nicht selbst zu verlieren. Man wird ständig und überall abgelenkt und reizüberflutet, lässt sich in so unglaublich vielen Situationen fremdsteuern und hört nicht mehr auf seine innere Stimme. Man glaubt in vielen Momenten, keine Entscheidungsmacht zu haben und nimmt Dinge einfach so hin, anstatt sie zu hinterfragen und den wirklich besten Weg für sich selbst zu finden, für eine Überzeugung aufzustehen und dieser nachzugehen. Das Leben und die äußeren Einflüsse zu entschleunigen und zu reduzieren, unglaublich viele Dinge zu hinterfragen und immer wieder neu und kritisch mit Situationen und vor allem mit mir selbst umzugehen, ist für mich so unglaublich wichtig geworden. Also wie schon gesagt, es wird sehr viel hinterfragt und laut ihren eigenen Aussagen steht sie auch noch am Anfang dieser Reise und sie hat definitiv recht, dass man sich überall nur noch ablenkt und Reizüberflutungen stattfinden. Ich meine, ich bin da wirklich ernsthaft das wahrscheinlich beste Beispiel. Wenn mir irgendwie langweilig wird, dann nehme ich aus Prinzip mein Handy in die Hand, um mich selbst zu unterhalten. Egal. Same. Dabei sollten wir vielleicht mal ein Buch in die Hand nehmen oder sowas. Ich habe ein ganz tolles Buch hier noch liegen von meiner Lieblingskindergeschichte und beziehungsweise mein Lieblingskinderfilm. Und dazu gibt es ein Buch und ich habe das hier liegen. Ich gestehe, ich habe nicht gelesen bis jetzt, obwohl ich das so sehr liebe. Egal wie sinnlos das ist. Das ist bei mir auch schon so eine antrainierte Sache, dass wenn ich auf die Toilette gehe, egal ob klein oder groß, ich unbewusst nur mein Handy in der Hand halte. Nope. Mein Handy kommt nur mit aufs Klo, wenn ich einen Laktoseanfall habe. Dann habe ich aber auch in dem Fall das Handy mit im Badezimmer, um zu Not Hilfe zu rufen, falls ich wirklich mal richtig dabei abklappe. Aber ich habe mittlerweile auch in meinem Badezimmer immer so ein Erste-Hilfe-Kit für Laktoseanfälle und das hilft mir auch schon mal. Aber ansonsten Handy auf Toilette. Schreibt gerne mal in die Kommentare für die Solidarität, ob das bei euch auch so ist, dass ihr immer euer Handy mit auf die Toilette nehmt. Also ich persönlich finde das schlimm und das ist eine ziemliche Zeitverschwendung. Zum Abschluss schreibt dann Bibi noch Folgendes an ihre Zuschauer. Abschließend möchte ich noch Folgendes sagen. Danke an jeden Einzelnen von euch, der mich auf meinem bisherigen Weg auf irgendeine Art und Weise begleitet und unterstützt hat. Danke für euer Vertrauen, eure Zeit, eure Treue und eure Liebe, eure Kritik, eure Geduld und euer Verständnis. Die vergangene Zeit ist abgeschlossen, aber es wird einen weiteren Weg geben, der komplett neu und anders sein wird. Ich habe all die Jahre so unglaublich viel Liebe, Leidenschaft und auch Arbeit in all das hier gesteckt, dass es mir ab einem gewissen Zeitpunkt von Tag zu Tag schwerer gefallen ist, hier gar nichts mehr online zu stellen. Ich möchte niemals mehr den Druck in mir verspüren, etwas teilen und posten zu müssen. Ich möchte nie mehr wieder einen wunderschönen privaten Moment nicht mehr für mich in vollen Zügen genießen können, weil es wichtiger ist, alles zu dokumentieren, anstatt im Moment leben zu können. Oh Gott, ja. Das ist mir jetzt so gegangen, als ich im Urlaub war, also letztes Jahr im Urlaub war. Ich habe zwar gefilmt, weil ich gesagt habe, ich würde ihr ganz gern so ein bisschen zeigen, aber wir sind dann mit dem Bus durch Lübeck gefahren und ich konnte nicht mal filmen,
weil mich etwas übermannt hat. Also mich hat eine, ich bin kindheitstechnisch mit Lübeck eher verbunden und ich habe so einen krassen Flash gehabt, dass ich einfach an jeder Ecke wusste, so ey, ich bin hier, ich bin da, ich das und das, und ich war Jahre nicht so in Lübeck wie dieses Mal. Und das war halt sehr interessant zu sehen, wie schnell so ein Flashback kam. Und ich habe das Ganze genossen quasi, ohne ein Handy in der Hand zu haben, weil es echt gut war. Beziehungsweise ich hatte das Handy in der Hand, weil ich musste gucken, welche Haltestation wir raus mussten. Aber es ist egal. Das war jetzt auch nicht das, was... Ich habe dabei nichts gefilmt oder sowas. Und ich fand das extremst schön, etwas zu machen, ohne das Handy in der Hand zu haben. Das ist unfassbar wichtig geworden. Umso mehr freue ich mich auf alle Momente, die kommen werden, an denen ich euch an bestimmte Dinge in meinem Leben teilhaben lasse. Ich möchte Dinge mit euch teilen, die mich inspirieren und bewegen. Themen, bei denen ich mich über unterschiedliche Meinungen und Diskussionen freue, meine Leidenschaften mit euch teilen und dadurch eventuell jemand von euch inspirieren. Ich lasse euch teilhaben, wenn ich mich danach fühle, ganz ohne Zwang und Verpflichtung, ohne auf Reichweite, Konkurrenz zu achten und danach zu streben, am besten jeden zu gefallen. Ich möchte ich selbst sein und deswegen könnt ihr gewiss sein, dass jeder Post, der nun hier online gehen wird, die Unterschrift meines Herzens trägt. In Liebe, eure Bianca. Das alles wirkt deutlich erwachsener als zuvor und wie gesagt, sie ist halt auch in der Position, solche Freiheiten zu nehmen, was by the way wirklich nicht jeder kann. Man sollte generell nie irgendwas immer auf Krampf machen, um anderen zu gefallen. Allerdings kenne ich es auch selbst von mir. Ich persönlich habe auch viele Erwartungen an mir selbst und mache dann manchmal viel zu viele Dinge, um voranzukommen, obwohl das gar nicht nötig wäre und auch vielleicht ungesund ist. Ich meine, letztens war ich zum Beispiel krank gewesen und habe dann auch gesagt, jo, jetzt mache ich einen Stream, obwohl das vielleicht gar nicht so gesund ist, aber ich weiß, das bringt mich halt weiter. An der Stelle muss ich aber trotzdem sagen, ich bin sehr überrascht über genau dieses Statement oder auch Comeback. Schließlich ist das erste Lebenszeichen seit über einem Jahr und dass sie nun diesen natürlichen und auch entspannten Weg geht, das kann ihr nun wirklich keiner verübeln, ganz im Gegenteil. Ich denke, das wird jetzt alles noch deutlich besser, da man nun vielleicht auch eine persönlichere Art von ihr mitbekommt und ich glaube, darüber würden sich viele Leute da draußen freuen. Denn die damaligen Videos zwischen Bibi und Julienko, die wirkten mir ohnehin ziemlich krass gestaged und viel zu übertrieben. Aber gut, ich war... Aber sind wir im Ernst? Daher kenne ich sie dann auch nicht, weil ich mag diese gestageden Sachen nicht. Ich bin da wirklich so... Ich bin auch an dieser ganzen Prank-Nummer komplett vorbei. Und natürlich, ich bewege mich selber ja in diesem Beauty-Bereich. Das ist auch wie gestaged, sagen wir es mal so. Auch viele Gesichter. Aber da ist halt Make-up drin, man sieht halt eine Veränderung, man sieht halt ein Hobby, man sieht eine Entspannung. Viele Leute versuchen sich dann zu, also anzugucken, wie was funktioniert. Dann gab es ganz viele, die Get Ready with Me gemacht haben oder die halt versuchen, Inspo zu zeigen und so weiter und so fort. Also Make-up-Inspo, was du täglich schminken kannst und so weiter. Das ist völlig in Ordnung, die ganzen Sachen. Aber dieses Gestaged, da finde ich ganz schlimm. Und übrigens, ja, wenn man krank ist, sollte man kein Video drehen, sollte auch ich mir auf die Fahne schreiben und zwar ziemlich groß. Ich war auch nie die Zielgruppe, deswegen kann ich nicht viel dazu sagen. Wir können definitiv gespannt sein. Wir wissen jetzt auch nicht, auf welcher Plattform sie extrem aktiv sein wird. Ich denke, wenn dann auf Instagram. Wissen kann man es aber nicht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem Statement haltet, beziehungsweise von diesem Comeback. Freut ihr euch nicht? Alles in die Kommentare bitte schreiben. Und wenn ihr immer up to date bleiben wollt und euch solche Videos gefallen und interessieren, dann lasst super gerne ein Like und auch ein Abo vor allem auf diesem Kanal da. Darüber würde ich mich vor allem extrem freuen. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Schwänkchen. Euer Alpha Kevin und ciao. Ja, man kann es mittlerweile mitsprechen. Aber ja, genau, das ist es. Das Comeback ist interessant und es wird auch interessanter wahrscheinlich. Und solange mein Threads damit voll ist, ja, habe ich ein Problem. So, und da Bibi ja jetzt scheinbar dann ein Comeback hat, möchte ich hoffen, dass sie wirklich das Ganze so hält, wie sie sagt. Also bodenständig sagt, ey, ich kann nur das und das machen, das und das posten und ich möchte nicht wieder in diesen Trott verfallen. Und ja, natürlich ist es ein bisschen doof, wenn da so, wenn da jetzt jemand kommt und sagt, sie ist privilegiert, also beziehungsweise, dass sie privilegiert genug ist und sagt, hey, ja, ich kann mir das leisten, ja, das ist vielleicht für einige blöd und es wird eine Menge Hater anziehen. Solange sie es durchzieht, ist es völlig in Ordnung. Jetzt möchte ich mich nochmal teilweise für dieses komische Ruckelgeräusch entschuldigen, aber das ist mein Mikro aktuell. Leider muss ich mich auf ein ziemlich
Naja, unentspanntes Mikro verlassen. Aber es wird definitiv, sobald hier ein bisschen mehr Action ist, beziehungsweise wir müssen ja noch ein bisschen damit arbeiten und dann kommt Neues ins Haus. Ich schwanke nämlich noch zwischen zwei Mikrofonen und bin mir noch nicht sicher, welches es wird. Deswegen, falls du selber Reaction streamst oder was auch immer, gib mir doch gerne mal einen Tipp, was für ein Mikro du mir empfehlen würdest als Anfängerin. Und welches hier nicht so Geräusche macht. Ja, daher, ich persönlich habe übrigens auch, glaube ich, gar keinen Platz, um so einen Arm anzubringen. Also vielleicht ein Stehmikro wäre ganz geil. Richtig. Jetzt bin ich fertig eigentlich. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Danke, dass du zugeschaut hast. Und ich schließe mich hier mit Alpha Kevin an. Immer Daumen nach oben, liken und abonnieren. Es hilft uns ungemein. Und ja, ich habe das Video von Kevin schon mit Daumen nach oben gepackt. Kommentar gibt es gleich, weil schließlich habe ich das Video vorher noch nicht gesehen. Ich lasse aber auch gleich noch einmal komplett alleine durchlaufen. Den Link zu seinem Originalvideo gibt es unten in der Beschreibung. Du kannst es dir jederzeit angucken. Lass auch bei ihm ein Abo da und vor allem den Like und auch einen Kommentar, weil wichtig. Und dann hoffen wir es mal, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen mit ein bisschen weniger Druck von dem Ganzen. Oder wir machen es einfach alle wie Bibi. Wir nehmen uns den Druck raus und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, schmink dich, pfleg dich und hab Spaß dabei. Tschüss!